Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Heute ist Himmelfahrt, ein besonderer Tag, und heute werden wir auch diese Sendung ein bisschen anders gestalten. Du bist wertvoll in Gottes Augen, das möchte ich dir heute einfach sagen. Er hat dich geschaffen, er weiß um dich und er kennt dich. Und das ist wunderbar, dass wir wertgeachtet sind vor ihm, dass wir gewollt sind von ihm und dass auch du wertvoll bist in seinen Augen. Hoffnung um 12, wir wollen dich auch heute ermutigen. Ich möchte heute ein paar Dinge sagen über Himmelfahrt, dazu gleich mehr. Ja, und du kannst uns heute deine Anliegen schicken, aber nur per E-Mail. Heute ist kein Telefon geschaltet und auch kein Chat. Und die E-Mails werden wir dann am nächsten Arbeitstag verarbeiten. Und du darfst uns gerne deine Anliegen schicken. Es wird auf jeden Fall gebetet. Himmelfahrt, was hat das auf sich? Wir wissen, Jesus war auf dieser Erde, hat hier auf dieser Erde ein paar Jahre, das heißt über 30 Jahre, gelebt und war so ungefähr 3 Jahre praktisch in dem Dienst, in dem Auftrag, von dem Gott ihn hierher gesandt hat. Und er wurde auf diese Erde gesandt, um wirklich die Erlösung vorzubereiten und auch den Sieg am Kreuz zu erlangen, was er ja auch getan hat. Wir wissen, es war gerade vor ein paar Wochen war Ostern, und Ostern mit Karfreitag bezeugt das, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, wieder auferstanden. Aber er war dann noch auf dieser Erde. In Himmelfahrt ist er in den Himmel aufgefahren, um uns den Heiligen Geist zu senden. Der Heilige Geist, wir wissen es, der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt, also eine mächtige Kraft. Und wir lesen da in Johannes 14, Vers 26, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Das hat Jesus gesagt, als er in den Himmel aufgefahren ist, dass er den Heiligen Geist sendet. Wir wissen in der Bibel, dass dann Pfingsten gekommen ist, wo er den Heiligen Geist auf die Erde gesandt hat. Und der Heilige Geist ist verfügbar. Und wir lesen in der Bibel, dass es für jeden ist, der Ja zu Jesus sagt. Und da ist der Heilige Geist dann in uns, und das ist gerade so in den Krisenzeiten, wo man Abstand halten muss, das Allerbeste, der Heilige Geist, muss man keinen Abstand halten, sondern er lebt in mir. Ganz dicht, ohne Abstand, ohne Maske, ohne irgendwie etwas. Und das ist das wirklich das Besondere. Und wie wunderbar, dass wir heute eigentlich das feiern, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, um den Heiligen Geist für uns zu senden, ganz besonders für dich. Ich glaube, wir können nicht dankbar genug sein über das, was Jesus für uns getan hat. Und er ist aufgefahren in den Himmel und er wird wiederkommen, so steht es in der Bibel. Und wir sind so dankbar, dass er den Heiligen Geist gesandt hat, der, wie Daniel schon sagte, in uns wohnt, unser ständiger Begleiter ist. Und wir sind nie alleine, denn er ist immer mit uns und wir können ihn immer ansprechen. Und das ist so wunderbar. Und ich möchte heute aber auch beten und für alle, die heute zuhören, für jeden, der irgendeinen Belang hat oder irgendeine Not oder Sorge hat. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt dir jeden Einzelnen bringen dürfen, der heute hier zuschaut oder zuhört. Danke, Jesus, dass du jeden kennst und dass du um jeden weißt, der irgendeine Not oder Sorge hat oder der krank ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles vollbracht hast am Kreuz von Golgatha, dass du aufgefahren bist in den Himmel. Und dass dein Heiliger Geist bei uns ist und dass du jetzt jeden Einzelnen berührst, weil deine Kraft noch dieselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du Lösungen für jeden Einzelnen hast, dass du der Löser der Probleme bist.
Und in deinem Wort steht, dass du unsere Hilfe und unsere Kraft bist und dass wir uns an dich wenden dürfen und dass du derjenige bist, der eingreift in unser Leben, in unsere Notlagen, in unsere Krankheit. Und dafür bist du ans Kreuz gegangen und dafür wollen wir dir danken. Und aber auch, dass du für jeden jetzt der bist, den jeder Einzelne braucht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wir wissen von der Bibel, dass Sünde trennt von Gott. Und das ist das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Er hat für uns diese Kluft, die Trennung von Gott, Mensch, Gott, hat er wirklich überbrückt, hat eine Lösung geschaffen, weil er den Tod besiegt hat. Und wir dürfen Jesus annehmen und dann können wir wieder direkt mit Gott reden. Und das mit Gott reden ist eigentlich der Heilige Geist, spricht mit dem himmlischen Vater, so lesen wir es in der Bibel. Er vertritt uns im Gebet, egal was, wie wir beten, wie wir es formulieren, in Mundart, in welcher Sprache auch immer. Er vertritt uns im Gebet und bringt es so vor den Thron, wie es oben gehört wird und verstanden wird. Und dieser Heilige Geist lebt in uns. Es ist wie eine Telefonverbindung. Ich möchte mal so das Beispiel sagen, es ist wie eine SIM-Karte, die du brauchst. Wenn du Jesus angenommen hast, hast du so eine SIM-Karte in dir, den Heiligen Geist, und du hast die Verbindung zum Himmel. Du brauchst niemand irgendwo in einer Kirche oder Gemeinde, der für dich da eintritt. Du darfst selber beten. Das ist der Vorteil, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und den Heiligen Geist gesandt hat. So ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, die heilige Dreieinigkeit. Das ist eine Einheit und die ist für dich da. Bist du jetzt vielleicht Fragen geworden und sagst, ja, das brauche ich, diese SIM-Karte, die brauche ich. Lasst uns zusammen beten. Ich danke dir dafür, für jeden, der jetzt zuschaut, der sagt, ja, ich brauche die Verbindung zum Himmel. All die Sünden, sie tun mir wirklich leid, vergib mir und danke, Herr Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du es nicht kompliziert gemacht hast, sondern dass ich, wenn ich dich habe als meinen Herr und als meinen Erlöser, dass ich mit dem lebendigen Gott reden kann, weil der Heilige Geist in diesem Fall in mein Herz kommt, in mein Leben kommt und ich mit dem himmlischen Vater direkten Kontakt haben kann. Danke, dass es so ist und danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Amen. Lass uns dein Anliegen wissen und wie gesagt, heute nur per E-Mail und in den weiteren Tagen dann wieder auch die anderen Sachen geschaltet, der Chat und auch das Telefon. Ja, das ist so wunderbar, dass du zuschaust. Abonniere diesen Missionswerk Karlsruhe-Kanal und sag es auch deinen Freunden weiter. Ja, und wir verabschieden uns jetzt heute von dir und wünschen dir einen gesegneten Feiertag. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.